Hallo Leute, mein Name ist Benny Meusel. Ich bin der Trainer und Inhaber von 45MX Professional Offroad Academy. Zwei Jahrzehnte war ich erfolgreich im Motocross-Sport unterwegs und 2017 bin ich in den Enduro-Sport gewechselt und konnte dabei 2021 Deutscher Enduro-Vizemeister werden. Ja, wie manche von euch schon wissen, habe ich seit zwei Wochen nun meine Sherco SEF 300 Factory von Schwabe Motorsport und ja, bin schon einige Male damit gefahren und habe auch schon zwei Videos dazu gemacht. Einmal meinen ersten Eindruck dazu und auch einen Vergleich zu meiner letztjährigen GasGas. Und beim letzten Video ging es um die Sprungtechnik, also wie tastet man sich an einen Sprung heran. Also eher so Anfänger-Sprungtechnik. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Hier oben werde ich die Videos mal verlinken. Und ja, dann erstmal viel Spaß im Video und bis gleich. In meinem ersten Video zur Sherco, als ich meinen ersten Eindruck geschildert habe, habe ich ja erwähnt, dass das Fahrwerk, also Standard Kayaba Fahrwerk, richtig gut arbeitet und für ein Enduro Fahrwerk echt auch auf Motocross-Strecken gut geht. Ja, falls euch wundert, habe ich jetzt andere Aufkleber auf der Gabel, einmal hier vorne zu sehen und auch hier zu sehen. Mein Fahrwerk war bei Alpha Suspension zur Überarbeitung. Jetzt fragen sich die meisten wahrscheinlich, ja wieso eigentlich, wenn du sagst, das Fahrwerk ist so gut, original. Gibt es eigentlich drei Gründe dafür. Einmal bin ich schwerer als der Standardfahrer, das heißt, ich brauche härtere Federn. Zweite Sache ist die Zugstufe am Stoßdämpfer. Wenn ich da diese komplett schließe, wo sie dann eigentlich sehr langsam arbeiten sollte, arbeitet sie zwar langsamer, aber nicht so langsam, wie ich das zum Beispiel für tiefe Sandstrecken benötige. Und dritte Sache ist, wenn man ein Neufahrzeug hat, egal ob es jetzt im Getriebe ist oder natürlich auch in den Fahrwerkskomponenten, macht es immer Sinn, nach ein paar Einlaufstunden sozusagen, die Flüssigkeiten, also die Öle sozusagen, wechseln zu lassen oder selber zu wechseln. Das sind eigentlich die drei Hauptgründe, wieso ich mein Fahrwerk bei Alpha Suspension überarbeiten lassen habe. Ja, generell möchte ich euch in diesem Video natürlich neben der Riding Action ein bisschen was über Fahrwerke erklären. Erstmal die Grundbausteine, also die Basics dazu und dann mal so ein bisschen Feinheiten, was man so machen kann, bei welchen Problemchen und was ich eigentlich am Fahrwerk so mache, nachdem das Fahrwerk überarbeitet wurde, was ich dann so für Feineinstellungen dann vornehmen werde. Ja, grundlegend kann man sagen, man kann die ganze Geometrie natürlich erstmal festlegen, was sehr, sehr wichtig ist, dass man am Stoßdämpfer den Durchhang einstellt. Das heißt, der statische Durchhang, das heißt, wie viel taucht mein Motorrad aus Eigengewicht, wenn es auf den Rädern steht, in die Federung ein.
sollte bei der Shergo ungefähr 30 mm sein. Und der dynamische Durchhang, das heißt, wenn ich mich dann draufsetze, sollte ungefähr 95 bis 105 mm sein. Immer im Vergleich zum voll ausgefederten Zustand auf dem Hubständer zum Beispiel. Sollte dieser statische Durchhang nicht passen, muss man am Stoßdämpfer die Vorspannung ändern, dementsprechend anpassen, bis der statische Durchhang zumindest passt. Je weiter ich meinen Stoßdämpfer vorspanne, desto weniger statischen Durchhang werde ich haben. Je mehr ich die Vorspannung des Stoßdämpfers rausnehme, desto mehr Durchhang werde ich haben. Und so muss man sich daran tasten, immer wieder messen, zwei gleiche Punkte suchen zwischen Schwinge oder Achse und Kotflügel zum Beispiel. Und wenn der statische Durchhang passt, 3 cm, also 30 mm bei der Sherco, sollte auch der dynamische Durchhang, das heißt mit mir drauf, also kompletter Montur, wie wenn ich auf die Strecke gleich gehen würde, muss da halt die zweite Person dazu haben, die dann misst, sollte der dynamische Durchhang bei der Sherco 95 bis 105 mm betragen. Ist der dynamische Durchhang nicht in diesem Bereich drin, also beispielsweise nur 85 mm, brauche ich eine weichere Feder. Ist der Durchhang bei 110 oder 115 mm, bin ich zu schwer, brauche ich eine festere Feder. Ja, so kann man das eigentlich ganz gut rausfinden, ob man passt oder ob man zu der Federrate passt. Vor allem bei Gebrauchtfahrzeugen ist das immer ganz wichtig, wenn man nicht ganz genau weiß, was der Vorgänger gemacht hat. Bei Neufahrzeugen weiß man ja, ob man in dieses Standardmuster von circa 75 Kilo plus Kleidung reinpasst oder nicht. Das habe ich gemacht. Wie gesagt, statischen Durchhang eingestellt und auch den dynamischen, der dann passen sollte. Das wollen wir gleich sehen später. Nun kann man an der Gabel natürlich noch einstellen, wie weit man die Gabel in den Gabelbrücken nach oben durchschiebt Richtung Lenker oder nach unten. Ich habe bei der Sherco leider noch nicht so viel probiert, da ich sie noch nicht so lange habe. Ich habe jetzt die Gabel ein bisschen durchgeschoben bis zum ersten Ring. Und bin bis jetzt eigentlich sehr gut damit klargekommen. Je weiter ich meine Gabel nach unten durchschiebe Richtung Boden, desto länger, höher wird das Fahrzeug, also länger wird es vom Radstand sozusagen oder höher wird es von der Front, was es unhandlicher macht in engen Ecken, aber dafür fahrstabiler bei schnellen Strecken oder im sandigen Bereich macht. Ja, so kann man ein bisschen die Geometrie anpassen. Den dynamischen Durchhang, wenn ich 105 mm haben kann oder 95, wenn ich mehr Durchhang habe, hänge ich hinten tiefer drin. Beispielsweise im Sand vielleicht ein bisschen mehr Durchhang machen und oder die Gabel etwas weiter nach unten, die Gabelholme etwas weiter nach unten durchschieben. So kann ich meine Geometrie ganz gut anpassen. Und dann gibt es eigentlich bei jedem Fahrwerk eine Druck- und eine Zugstufe. Wie gesagt, ich will das vereinfachen, nicht zu sehr ausführen. Die Druckstufe, so wie es der Name schon sagt, ist immer dafür da, wie fest das Ganze ist beim Einfedern, beim Druck auf dem Fahrwerk. Und die Zugstufe ist dafür da, wenn das Fahrwerk eingefedert ist, wie viel Zug da ist, um das Motorrad zu halten beim Ausfedern. Also Zug, die Geschwindigkeit des Ausfederns bzw. die Härte des Einfederns. So kann man die Zug- und Druckstufe auch erläutern. Hier bei der Sherco ist so, bzw. bei Kayaba, hat man hier oben zwei Einstellmöglichkeiten, High- und Low-Speed-Druckstufe und unten die Zugstufe. Braucht man hier einen Schraubenzieher, Schlitzschraubenzieher, unten auch. Vorne bei der Gabel auch Schlitzschraubendreher oder Schraubenzieher. Und hier oben für die High-Speed-Druckstufe einen 17er Nuss zum Beispiel. Und je weiter ich die Druckstufe im Uhrzeigersinn klickweise schließe, zudrehe, desto fester wird es sich anfühlen. Je weiter ich aufdrehe, desto weicher wird es sich anfühlen. Desto mehr oder weniger wird es auch einfedern beim Fahren, bei Sprüngen, bei Hindernissen. Und bei der Zugstufe, je weiter ich diese schließe, desto langsamer wird es wieder ausfedern. Und genau das gleiche ist bei der Gabel auch so. Oben ist die Druckstufe, beim Kayaba-Fahrwerk COMP für Compression steht daneben. Und manchmal steht auch REB für Rebound dabei. Und unten ist hier die Zugstufeneinstellung. Normalerweise fahre ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel getestet. Fahre ich erstmal recht neutral, also ich glaube 23 Klicks ungefähr hat das Fahrwerk. Also kann man aufdrehen, ich schließe immer komplett und zähle dann die Klicks, die ich aufdrehe. Und normalerweise fange ich immer an, dass ich recht mittig fahre. Nachdem das überarbeitet wurde, gehe ich nicht mehr nach dem Handbuch oder so, sondern mache einfach die Mitte und dann werde ich sehen, wie es sich anfühlt. Gut, was das A und O beim Fahrwerk ist, dass die Federraten, also die Feder im Stoßdämpfer, sowie auch die Federn in der Gabel, Schrägstrich Luftdruck in der Gabel,
für das Fahrergewicht sozusagen, also das Gewicht des Fahrers, abgestimmt sind. Na, wenn ich zum Beispiel zu schwer bin, hängt mein Motor einfach schon von Anfang an zu tief in der Federung drin. Bin ich zu leicht für die Federn, dann wird mein Fahrwerk nie den kompletten Federweg ausnutzen können. Und egal, ob ich Enduro fahre oder Motocross fahre, die Federraden sind genormt für mein Gewicht, / für die Geschwindigkeit ungefähr, die ich fahre. Und der Unterschied zwischen Motocross und Enduro-Fahrwerk ist eigentlich nur, dass das Innenleben, also das Setting des Fahrwerks, anders abgestimmt ist. Und bei der Enduro ist es so, dass es normalerweise recht weich ist, obenrum zumindest, ne, und nach unten hin dann ein bisschen fester wird. Und beim Motocross-Fahrwerk ist es so, dass es generell schon fester ist, weil man muss große Sprünge abfedern können, man muss auch mal ein 20-Meter-Table überspringen können ins Flache, ohne sich die Hände zu brechen. Und beim Enduro-Fahrwerk ist es so, das muss so gut ansprechen, beziehungsweise so weich sein, dass es Wurzeln, dass man über Wurzeln fahren kann, ohne dass das Vorderrad verspringt zum Beispiel, dass man Traktion aufbauen kann, dass es generell etwas tiefer drin hängt beim Fahren, dass man mehr Traktion auf dem Boden bekommt. Und so sind eigentlich die grundlegenden Unterschiede zum Motocross-Fahrwerk. Ja, dann noch so ein bisschen zu eventuellen Problemchen, die ihr haben könntet mit eurem Fahrwerk. Das heißt, wenn mein Fahrwerk abgestimmt wurde von dem Gewicht, also vom Fahrergewicht und auch auf meine Bedürfnisse, dann kann man natürlich diese Feineinstellung mit Druck- und Zugstufe treffen. Beispielsweise, ihr habt das Gefühl beim Anbremsen vor der Kurve, dass das Fahrwerk zu tief eintaucht, dass es euch zu niedrig ist vorne. Dann könnte man zum Beispiel die Druckstufe etwas schließen und oder auch die Zugstufe etwas rausnehmen sozusagen, damit es schneller ausfedert. Und bei der ersten Bodenwelle federt es ein. Und wenn es schon nicht mehr so tief einfedern kann und schneller wieder rauskommt, wird es auch gar nicht so weit drin bleiben bei der zweiten, dritten und vierten Bodenwelle. Beispielsweise. Wenn das nicht hilft, kann man zusätzlich auch den Stoßdämpfer noch ein bisschen anpassen und zum Beispiel Druckstufe rausnehmen, dass es ein bisschen softer ist, und Zugstufe erhöhen, dass er tiefer drin bleibt, wäre auch eine Möglichkeit. Wenn ihr in den Kurven das Gefühl habt, ihr könnt keine Rille treffen und es liegt nicht an der Fahrtechnik, oder ihr habt eine rutschige, ebene Kurve und habt immer das Gefühl, dass euer Vorderrad wegrutschen sollte, dann solltet ihr darüber nachdenken, ob es vielleicht an der Traktion am Vorderrad liegt. Ich meine, klar kann es der Reifen sein, klar kann es eure, wie gesagt, Fahrtechnik sein, aber da könnte man zum Beispiel versuchen, Druckstufe ein bisschen rauszunehmen, ja, ein bisschen aufdrehen die Druckstufe und eventuell die Zugstufe wieder etwas zu schließen. Ja, also gegenteilig von dem, was ich eben erwähnt habe bei Bodenwellen. Als ich in den Enduro-Bereich gewechselt bin, musste ich mir erstmal daran gewöhnen, solche recht weichen Fahrwerke zu haben im Vergleich zur Motocross-Maschine. Und ich hatte immer. Das Schlimmste für mich ist, wenn ich auf die Kurve zufahre, habe ich starke Bodenwellen und mein Vorderrad taucht zu sehr ab. Also das kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Deswegen fahre ich meistens etwas hecklastiger. Das bedeutet, dass ich entweder das über die Geometrie mache, also mit der Federvorspannung und oder mit der Gabel. Aber manchmal mache ich es auch so, oder öfters habe ich schon so gemacht, dass ich die Zugstufe am Stoßdämpfer ein bisschen langsamer habe, den Stoßdämpfer ein bisschen weich habe, dann fühle ich die Gabel etwas fester. Ist aber auch vom Motorrad zu Motorrad unterschiedlich. Ja, zum Beispiel ist es so, dass die Motorräder aus der KTM-Gruppe, also egal ob es das KTM ist, Husqvarna oder GasGas, dass sie eher ein bisschen frontlastig arbeiten und ja, vor allem beim schnellen Geläuf, also Enduros vor allem, ja, nicht so stabil sind. Also hatte ich das Gefühl zumindest. Und gegenteilig zum ähnlich ist es auch, wie habe ich auch schon gehört von den Yamahas, dass die Yamahas extrem gut um die Ecken gehen. Das habe ich auch schon mal beim Lehrgangsteilnehmer versucht. Ja, da muss man schauen, dass man ein bisschen das Gewicht wegbekommt vom Vorderrad. Ne? Damals, als ich eine Motocross Honda hatte, war es eigentlich ähnlich. Ja? Zum Beispiel, als ich damals noch die originale GasGas hatte, was jetzt die Riecho ist, da war es eigentlich nicht der Fall. Ja? Die war eigentlich eher stabiler beim Fahren. Da musste man nicht schauen, dass man zu viel Gewicht aufs Hinterrad bekommt. Und ja, wie gesagt, bei der Scheibe kann ich noch nicht zu viel sagen. Wie ich das Ganze muss ich jetzt mal in den nächsten paar Wochen mal ein bisschen testen. Bis zum ersten Rennen sollte es dann alles feststehen. Auch zwecks Fahrwerk, wie gesagt, wir haben eigentlich außer die drei Sachen, Federn, neue Öle, Zugstufe am Stoßdämpfer ein bisschen mehr, dass ich mehr zudrehen kann, haben wir eigentlich recht wenig verändert, da ich mit dem Grundsetup eigentlich ganz gut klarkomme. Aber es wird sich jetzt in den nächsten paar Wochen auch zeigen. Wenn nicht, werde ich das durch Alpha Suspension nochmal anpassen lassen. Und was sich eigentlich ändert zwischen Motocross und Enduro-Strecke, beziehungsweise zwischen den verschiedenen Bodenverhältnissen, ist eigentlich gar nicht so extrem viel.
Wenn ich mich zurückerinnere, zum Beispiel an die Rennen letztes Jahr, im Vergleich Sandrennen und Hartbodenrennen, klar schließt man die Druckstufe etwas. Auf Hartboden ist es so, man muss, also erstens ist der Boden recht fest. Das heißt, wenn man möchte es ein bisschen komfortabler haben, kann man die Druckstufe 3-4 Klicks aufdrehen. Zweitens muss man schauen, dass man dort ein bisschen tiefer ist, dass man mehr Traktion aufbauen kann wegen dem harten Boden, dem weniger Traktion. Und da die Bodenwellen dort meistens kürzer sind, ne, enger aneinander liegen, muss man auch die Zugstufe etwas rausnehmen, dass das Fahrwerk etwas schneller arbeiten kann. Und im Sand ist es genau gegenteilig. Da möchte man nicht, dass das Motor zu tief drin hängt, dass es zu schwer ist, dass es zu sehr sich in den Sand reinbohrt. Also erhöht man normalerweise die Druckstufe 3, 4, 5 Klicks und macht vor allem, also mache ich so, den Stoßdämpfer etwas langsamer, dass es in den Sandwellen, in den Kurven nicht so sehr eintaucht, das Vorderrad. Ne? Aber es sind halt nur ein paar Klicks hin und her. Ne? Also nicht so, dass ich das ganze Fahrwerk tausche oder so. Also wie gesagt, Sandboden etwas fester und Stoßdämpfer etwas langsamer. Und Hartboden etwas weicher und Stoßdämpfer etwas schneller. Man kann natürlich auch sagen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, man schiebt die Gabel weiter durch Richtung Boden oder erhöht den Durchhang am Stoßdämpfer. Oder habe ich eigentlich eher weniger gemacht, da es ja bei uns auch trotzdem, beim Enduro ist zwar sandig der Boden, aber trotzdem recht eng bleibt meistens, an manchen Sonderprüfungen zumindest. Ja, was endlich zur Motocross-Strecke, also wenn ich auf der Enduro-Strecke trainiere, oder auf der Motocross-Strecke trainiere, wenn die Bodenverhältnisse gleich bleiben, also beides fester Boden ist, dann drehe ich nur die Druckstufe etwas zu, 3, 4, 5 Klicks, nicht zu viel. Und mehr mache ich da auch nicht dabei. Ne? Also das ist eigentlich alles. Und ja, das ist immer ganz schwer. Sag mal, die deutsche Enduro-Meisterschaft ist ja eigentlich ein Mix zwischen anspruchsvollerem Enduro und Motocross, würde ich mal so beschreiben. Vieles ist auf Feldern, ne? Vieles ist auch mal auf einer Motocross-Strecke oder halt recht schnell abgesteckt. Teilweise ist es dann aber auch wieder eng und sehr technisch. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so einfach, das perfekte Setup zu finden. Und ja, da braucht man eigentlich einen ganz guten Kompromiss zwischen Enduro-Fahrwerk und Motocross-Fahrwerk, so würde ich es mal sagen. Und ja, muss sich halt dann auch manchmal einfach anpassen an das Fahrwerk, wie es ist. Ne? Ich meine, da kann man sich auch recht verrückt machen, wenn man da ständig zwischen den Sonderprüfungen dann extrem viel umschraubt, die Einstellung ändert. Und ja. So ist es eigentlich. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen haben solltet zu Fahrwerken, wenn ihr irgendwelche anderen Ideen hättet für neue Videos, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Lasst ein Gefällt mir da. Klickt auf die Glocke, damit ihr auch nächste Videos als schnell mitgeteilt bekommt, wenn welche online sind. Abonniert natürlich den Kanal, ganz klar. Auch in den anderen Social Media Kanälen wie Facebook oder Instagram könnt ihr gerne mir bzw. 45MX folgen. Und wie gesagt, wenn ihr mal Lust habt auf einen Lehrgang oder ein Privattraining oder einen Vereinslehrgang oder Wintercamp Spanien, könnt ihr gerne auf die Webseite klicken, euch mal durchschauen und ja, vielleicht sehen wir uns dann irgendwo mal wieder beim Rennen oder beim Lehrgang oder beim Privattraining und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe, euch gefallen die Videos mit der Schergo vor allem und dann bis bald. Ciao, ciao.